ne? Man sieht sich ja immer zweimal im Film. Nächstes Mal Panade. Oh, yes, habe ich. Genau so wollte ich dich heute haben. Du musst mir noch erklären, die roten Socken. Ich habe sie nur an bei der Wimmelrock. Ja! 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 Oh mein Gott! Entschuldigung, dass ich... Das ist der Applaus hier. Von die Herr und von die Dame. Ich dafür ganz Entschuldigung, dass ich... hier reinkomme. Mein Name ist Theron. Testosteron. 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 Ich wollte mich nur ganz kurz vorstellen. Ich habe gehört, heute hier ist DSDS. Dienstlackensucht des Lagerstar. Und ich wollte ganz mich bei der Jury vorstellen. Testosteron. Ich bin, also mein Vater ist, ich komme aus Andalusien. Also wer das nicht weiß, das ist bei Italien. Und ich habe, also ich, ja, ich bin geboren, also mein Vater, also erst aus meiner Mutter raus, dann zu meinem Vater. Ich kann nicht so gut mit der Sprache, aber ich versuche gerade zu Frauen immer schön mit dem Gefühl zu machen. Ja. Meistens klappt es. Und ich bin, also mein Vater ist Loser. Ja, ist Andaluser. Andaluser, ja. Und meine Mutter kommt aus Zwick. Aus Zwick. Aus Ohröckenzwick. Sie. Aber ich bin direkt nach der Geburt bin ich geflüchtet von zu Hause und zu meinem Vater, weil mein Vater ist sehr mit Musik gebunden, verbunden. Weil in Andalusien ist ein großer Star, ist ein Schnitzer. Also er macht aus Holz macht er Instrumente, wo du Töne raus, also Gesang und er baut ist der älteste Bauer von was sagt in Deutsch kastrierte Netten. Also ist kastrierte Netten Schnitzer und ich wollte ein Lied von vielleicht kann ich mit in die Gruppe kommen. Vielleicht kann ich auch sagen, ich will nicht den Namen kaputt machen, aber vielleicht sagt ihr Wind und Sturm. Ja, vielleicht passt das. Ich wollte. Oder man kann auch sagen, stürmischer Wind. Und ich wollte jetzt eine kleine Probe machen. Mhm. Nur ganz kurz, auch nicht alles. Pianist. Es ist ein Lied von die Herz. Oder Leber, sagt man Leber? Von die Niere. Niere, also es ist ein, wo Kummer in die Niere kommt. Rückenschmerz. Ja. Silenzium. Excuse, aber bitte, das ist entweder Hopp oder Top-Flop. Also es ist ganz wichtig für mich, hier die Bewerbung bei die Windjury zu machen. Windräder, ist egal. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Weißt du, morgen dein Herz darüber lacht. Im Hof, da spielte sie. Mit so von vis-à-vis, doch dann zog in eine andere Stadt. Wie hat sie da geweint, um ihre beste Freund, da gab ihr die Mama den guten Rat. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Weil schon morgen.
Gracias, 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 gracias. Vielleicht habe ich eine Chance, ich weiß es nicht. Ihr könnt... Also ich bin ganz... Ich bin tief ergriffen. Ja. Wer soll denn anfragen? Ich bin total aufgelöst. Also Andreas, fang an. Okay. Fangen wir. Ist denn Testo ist jetzt dein Vorname? Ne? Ja. Darf ich Testo sagen? Testo, ja. Ja, Testo. Nicht dieser Film, Testo, Testosteron. Mhm. Ja. Aber ich will nicht die Show kaputt machen durch meine Stimme. Darum, ich denke, das ist der Gast und vielleicht kann er machen, vielleicht noch ein Lied, vielleicht, und dann kann der Moderator weitermachen. Darf ich kurz sagen, ganz kurz, was ganz, ganz, also ich bin ja mehr so für Styling und Haare und so, und in jeder Jury gibt es ja so jemanden, du siehst wunderschön aus. Also ich denke, es ist ein Applaus wert, oder? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also viele schreiben uns immer noch an, weil wir ja lange zu viert waren. Ja. Wo ist euer vierter Mann? Ja, ich. Albert, du bist wieder da! Ja, Applaus! Gott sei Dank. Er sah nie so gut aus. Und ich würde sagen, jetzt das war ein interner, haut ihr noch eine raus. Ja, und dann gehe ich nach Hause und dann kann ich mal fragen, ob ich vielleicht eine Foto, was sagt man kriegt an der Recall, vielleicht das nächste Mal. Gracias für die Publikum. Gracias. Euer Testosteron. Okay, mal einen, wir hauen einfach so einen raus. Haut an. Bezaubernd, oder nicht?